Boah! Sind das Köpfe? Verdammt. Nur die Stärksten überleben. Nicht alle Kinder in eurem Alter dürfen so handfeste Erfahrungen in der Wissenschaft sammeln. Oh, keine Sorge, das wissen wir. Wie wär's damit? Hä? Genau so habe ich... Doch, wie in Real Life habe ich mich hier eingegeben. Die mutierten Sechstklässler sind entkommen. Das hätte auf keinen Fall passieren sollen. Schule ist kacke. Hä? Eltern sind doof. Ja, Erwachsene sind blöd. Oh, shit. Schon okay. Oh, shit. In der Turban sind wir sicher. Oh, die Turban geht nicht mehr. Jemand muss zum Hauptprozessor und die Überbrückung aktivieren. Wo ist der Prozessor? Im dritten Stock. Oh, war blöd, den da zu platzieren, oder? Jemand muss also runter und den Schalter betätigen. 1, 2, 3, ich nicht. Ich nicht. Sorry, aber du bist die einzige logische Wahl. Ja, eigentlich bist du schon an allem hier schuld. Was? Hallo? Was mit Cartman? So ich immer. Oh, es ist wirklich dunkel. Die hat sich von den Schleichen lassen. Miau. Katzen auf Kunstagram. Was? Katzen auf Kunstagram? Oh. Echt jetzt? Vorsicht, laut unserer Studien gibt es einen Zusammenhang zwischen zutraulichem Verhalten und Katzen-Aids. Ich wollte dir nur sagen, dass du vorsichtig sein sollst. Ui, Katzen-Aids, das ist nicht cool. Du kannst dich auf mich verlassen, wenn da irgendwas passiert. Okay, oh guck mal, die gucken alle, die haben alle Schiss, aber ich muss los. Na gut, ich bin ein Gott, also ich schaff das schon. Mit meiner Furzkraft. Ui. Scheiße. Schule ist so doof! Ah! Sechstklässler! Ein Affe? Oh. Oh. Affe plus Sechstklässler. Ah! Es brennt. Es tut weh. Da. Sind das Finger? Warte mal, ich kann ja hier diesen Move machen. Oh, falsche Taste. Es brennt schon wieder. Warte mal. Vermeiden. Hä? Okay. Oder kann ich das zurücksetzen? Okay, lass mich mal kurz überlegen. Was mache ich jetzt? Muss hier rüber. Hier noch ein Weg. Eigentlich war das schon richtig, oder? Hier. Ich dachte, ich sollte das allein machen. Der Richtige für jeden Job. Okay. So. Ja! Meisterritzlöser. Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür. Aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Der Sinn von Treppen ist doch, dass man keinen Strom braucht. Oh, wenn der Generator da läuft, geht die Tür zur Treppe auf. Gesperrt. Kann ich nicht einfach den hier machen? Nee, geht nicht. Hier oben. Hier, kleiner Lakai. So, wie gesagt, wenn du es wissen willst, einfach auf YouTube, da gibt's halt irgendeine Folge mit dem PC Principle. Ich habe das also echt gemacht, also. Das war jetzt, ich habe jetzt nichts falsch oder gelogen oder so, das ist wirklich alles real. Da komme ich nicht ran. So, nein. Diabetes zur Rettung! Oh,
Schon wieder ein Furzen. Diabetes-Schmetterschlag. Ich dachte, ich soll das allein machen. Bis später. Aber wie komme ich da hoch? An die Tasche. Geht nicht. Na schön, wir sind hier vorbeigelaufen. Hammer. Oh, warte mal, müssen wir das wieder... Ach, falsche Taste. Genau. Komm ich da hoch? Also wenn ich hier lang gehe... Da bin ich hier falsch gelaufen. Warte mal. Oh! Oh, echt? Ich dachte, ich hätte es gemacht. Warte mal, zuerst gucke ich dann und dann schreibe ich dir später nochmal. So. Weil ich meine, wie gesagt, auf YouTube und nicht auf TikTok oder so. Es kann sein, dass ich es noch nicht verraten wollte. Ah, oh, ich komme doch hoch. Also ich werde es dann irgendwann mal sagen, aber jetzt noch nicht. Mal. Okay, jetzt komme ich hier. Jetzt habe ich die Tasche. Oh, warte mal. Was passiert, wenn ich da durchlaufe? Ach so. Oh, das macht Sinn. Ist das jetzt schlimm? Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Okay, bis später. Und jetzt nochmal zurück. Ja, genau. Jetzt geht zur Treppe und dann runter in den dritten Stock. Sie sogar eine Wand da gemacht haben. Okay, jetzt an meinem toten Sohn vorbei. Weiter nach Westen. Oh, Backe. Menschen sterben hier. Das ist der tote Sohn. Oh, hier gibt's Viertklässler. Oh, das sind sogar mehrere. Komm her, Penner. Hey, Jasper. Komm her, Alter! Hier gibt's Titten zu sehen, Mann! Titten? Ich will auch Titten sehen! Wo? So ein Affe. Okay, gut, ich bin gesaved. Erstmal. Dort? Dort gibt's Titten? Oh, ich kann das wieder wegblasen. Ist gut. Toolchat ist da! Geht doch! Autsch. DVD hinter... Was? Hintertürschlampen? Oh Gott. Oh nee, warte mal. Gibt's hier Tittenheftchen? Komm ich an den vorbei? Probier's mal aus. Ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe, oder? Warte mal, da oben ist was. Was ist das? Ausschalten. Oh ne, wenn ich das ausschalte, was passiert denn dann?
Oh Mann, jetzt steckst du ganz schön in der Klemme. Jetzt hab ich dich, Kleiner. Juhu! Das schaffst du schon, ansonsten verrecken wir alle. Verpisst euch. Ah, muss ich doch gegen die kämpfen? Hab ich das ausschaltet? Was ist los? Was ist los? Was ist das, gut oder schlecht? Was meint ihr denn? Hey, wieso? Achso, ich dachte schon. Ich muss gegen die kämpfen, oder? Hier, kannst du wieder gucken. Oh, warte mal. Hä? Wo bin ich denn hier? Komm hier nicht vorbei. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Genau. Lauf! Ich habe nur noch ein paar Sekunden. Oh, geschafft. Okay. Schule ist für einarschige Homos. Ui, das ist immer noch einer. Hä, wie machst du die anderen? Können wir hier rein? Ja, es geht. Wir sind da drinnen. Wie komme ich da rüber? Ah, so. Lass mal, Anal. Was? Okay. Weiter. Hey, wer hat da meine Asche angegrapscht? Und wie mach ich... Komm ich dahinter? Nein! Hä? Scheiße. Oh nein, jetzt muss ich kämpfen. Ich hab einen Bockmist gemacht, oder? Ich hab doch keine Chance. Nein, ich hab doch keine Chance. Ich sagte, keine Chance. Auf die Tenten freimachen. Oh, ich kann nichts machen. Ich will Titten glubschen. Hä, was machen die denn da? Titten sind für alle da. Oh. Warum? Ich schätze mal, ich schlag mal auf die da ein. Die sterben ja schnell. Da bläht sich ein Sturm zusammen. Explodiert er jetzt? Aber der andere ist noch da. Ich bin es, Wonder Tweak. Das funktioniert schon. Reicht nicht. Dir blitz ich einen. Die Unwetter fordern weitere Opfer. Was hätte ich denn noch machen müssen? Verstehe ich nicht. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Ich hab das irgendwie falsch gemacht. Na guck. Funktioniert das? Bitte, funktioniere. Es funktioniert. Geil. So, ab zum nächsten. Ihr Viertklässler haltet euch für schlau, weil ihr zur Schule geht. Schule ist so doof. Och nee. So weit kann er angreifen. Die waren bei der Führung aber nicht dabei. Au! Stab, Viertklässler! Hä? Das war's. Mehr machst du nicht. Wer will was von mir? Warte mal. Nicht cool. Okay, das geht eigentlich noch. So stark sind die nicht. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Lauf zu euren Sturmbunkern. Was soll ich denn... Hä? Kann ich die Dinger kaputt machen? Was ist das? Schockierend, was? Nee. Das sieht gar nichts. Komm her, Viertklässler. Au! So läuft das in der Sechsten, du kleiner Scheißer. War schon weit. Du musst doch eine Menge lernen. Ey, das ist so unfair. Oh doch, jetzt passiert was.
durch und dich hauen zu wollen, gehört dazu. Ah, oh, nur 110 Schaden. Nicht viel. Für Hummus. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung. Das reicht. Ich mach das trotzdem. F17. Es liegt was in der Luft, der Human Kite. Heilen. Ah, Mist. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss heilen. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da hinten irgendwo bestimmt. Mach das mal. Wohl bekommst. Sehr gut. Ihr werdet einen Wirbelwind ernten. Eigentlich stehen die jetzt wirklich gut. Blitzzeit. Du bist blöder als Schule und Eltern zusammen. Und Eltern. Los, Wunderarsch. Warte mal. Ich aber hier gehe. Mal. Genau, da treffe ich die alle. Und jetzt gibt's Ärger. Das reicht aber nicht, oder? Und ich hol mir noch einen. Ah, oh, Mist, geht noch nicht. Geht noch nicht. Hacke, verdammt! Jetzt dürfen die alle. Du bist definitiv zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein! Nein. Komm schon, das überlebst du. Bluten auch noch? Keine Chance, ah, ihr könnt nichts machen. Warte mal, da gehen wir mal woanders hin. Ich wollte gerade sagen, wo soll denn der ein Handy rausholen? Starterlaubnis. So, warte mal, heilen? Oh, die ist eigentlich gut geheilt. Drachen fliegt, Drachen sieht. Oh, was ist das denn, die Ärsche? Die kann man so gut sehen. So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt. Warte mal, klappt das? Kleine Erfrischung. Ey, ernsthaft, wovor hatte ich denn Angst gehabt? Die sind ja so schwach. Und da kommt dann noch ein Gorilla. Ich fall gleich um vor Kälte. Callgirl hat eine Nummer. Sieh dir das an. Du bist aus dieser Stadt ausgelockt. Zeit für die Laser. Okay, das war's gleich. Ja. Meine Eltern fragen mich nie, was ich will. Kenn ich. Blitz und Donner! Oh nein, die stehen im Weg. Oh, tut mir leid. Hau sie weg, Neuer! Lohnt sich das noch? Geschafft! Was jetzt? Wir gehen weiter. Oh, Schließmuskelplex. Gorilla-DNA. Fast. Oh, wir hätten es fast geschafft. Sehr gut, die Luft ist rein. Der Prozessor müsste direkt hinter der Tür sein. Wir sind gleich bei dir. Ja, jetzt kann ich raus. Also musste ich die ganze Zeit gegen die kämpfen, oder was? Neuer, Gott sei Dank. Der Karl ist total verrückt geworden. Cartman, du blödes Arschloch, was machst du da? Connor hat mich hergebracht. Dieser miese... Oh, Fresse, Kuhn. Bald wird diese Stadt dich und die Kuhn-Freunde los sein. Wir sind die Freedom Pals, du Spast. Wir wissen, was du vorhast, Eric. Du treibst die ganze Stadt mit Katzenurin in den Wahnsinn. Wir wollen wissen, warum. Ja, wieso, du Krankes? Ist das nicht offensichtlich, Kuhn? Diese Stadt ist krank. Das wissen wir beide. Nur einmal im Jahr ist die Stadt, wie sie sein sollte. An Weihnachten. Deshalb habe ich die Handelskammer benutzt, um meinen Plan zu verwirklichen. Was? Die Verbrechensrate hochtreiben, als Bürgermeister kandidieren, einen Haufen Follower kriegen, Mutantenwunder, Arschklonen, Wahl gewinnen. Jeden Tag Weihnachten. Ziemlich was? Geiler Plan, oder? Alter, schnell! Mach ein Selfie! Aber wieso? Oh. Ach so, deshalb. Und den ganzen Plan. Hä? Ich hab doch
Wieso kann ich nicht raus? Noch ein Filter? Schade, dass keiner erfährt, wie perfekt mein Plan aufgegangen ist. Alter, diesmal bist du echt zu weit gegangen. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach nein, ich hab Wunder aus Follower. Jeder einzelne von ihnen folgt jetzt mir. Ach, ziemlich genial. Eric, ich weiß, dass jeden Tag Weihnachten toll klingt. Aber das wird es nicht sein. Halt's Maul, Dr. Timothy. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss eine Wahl gewinnen. Nein. Ja. So eine Kacke. Natürlich. Das war's wohl mit dem Hauptprozessor. Mist, wieso habe ich den nur auf eine Falltür gebaut? Wieso denn auch nicht? Ich fürchte, einer von euch muss sich zum Erdgeschoss durchkämpfen und von da das Turmmobil rufen. Okay, na gut. Oh Mann. Also beeil dich ein bisschen, Wunderarsch. Wieso ja, ich? Auf Zeit zu verschwenden. Wieso ich schon wieder? Hier herrscht einfach zu viel Chaos, Leute.